Das ist Karl Freiherr von Dreis. Er lebte in der deutschen Stadt Mannheim und erfand im Jahr 1817 die sogenannte Laufmaschine. Das ist eine Art Laufrad. Dieses war aus Holz gemacht, hatte zwei gleich große Räder, einen Sitz und einen Lenker. Vorwärts kam man mit den Füßen. Die Laufmaschine war jedoch unbequem, denn die Holzräder waren hart und die Straßen steinig und holprig. Rund 50 Jahre später, also um 1860, wurde in Frankreich das erste Pedalrad entwickelt. Bei diesem Zweirad waren zwei Pedale am vorderen Rad befestigt. Das Laufrad wurde durch diese Erfindung zum Fahrrad. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Pedalrad zum Hochrad. Dieses hatte ein großes Vorderrad und ein kleines Hinterrad. Das Hochrad war viel schneller als das Pedalrad. Aber es war nicht so leicht, ein Hochrad zu fahren. Viele Menschen stürzten und es gab immer wieder Unfälle. Um 1880 wurde dann das Fahrrad, oder wie wir sagen das Velo, in seiner heutigen Form in England erfunden. Es hatte zwei gleich große Räder, in der Mitte hatte es eine Tretkurbel mit zwei Pedalen. Das Hinterrad wurde durch eine Kette angetrieben. Später kamen dann noch Luftgummireifen hinzu. Nach 1900 wurden auch in der Schweiz solche Velos hergestellt und viele Menschen konnten sich diese kaufen. In den 14 größten Schweizer Städten wurden damals rund 50.000 Velos gezählt. Als in den Jahren um 1950 immer mehr Autos gebaut wurden, war das Velo nicht mehr so wichtig für die Menschen. Sie wollten lieber mit dem Auto fahren. Bis um 1980 das Mountainbike mit dickeren Reifen entwickelt wurde. Von da an setzten sich die Menschen wieder öfter auf den Sattel. Mit dem E-Bike wurde dann das Fahren in den letzten Jahren auch weniger anstrengend. Denn beim E-Bike unterstützt ein Elektromotor die Velofahrenden. Heute fahren viele Menschen mit dem Velo, denn Velos sind meist günstiger als andere Fahrzeuge wie Töfflis oder Autos. Sie sind auch gut für die Umwelt und halten fit.